hier drin. Hallo Vajos, grüß Hi, dich. Bernd. Alles klar bei dir? Natürlich, bei dir. Sehr gut. Ja, bei mir auch. Alles gut. Hallo auch an euch zu Hause. Es ist wieder Zeit für eine Runde Torwarttraining, Online-Torwarttraining. Leider Gottes, ihr wisst alle ganz genau wieso, können wir gerade nicht auf dem Fußballplatz, aber für uns eigentlich kein Problem, denn wir bringen das Torwarttraining wieder mal für euch nach Hause, ähnlich wie es ihr schon kennt aus dem Frühjahr, als der erste Lockdown war, haben wir das Ganze ja genauso gemacht und deswegen werden wir jetzt das Torwarttraining auch dieses Mal wieder zu euch nach Hause bringen. Wir haben uns wieder jede Menge neue Übungen ausgedacht. Wir haben auch einen absoluten Mega-Torhüter mit an Land diesmal, das ist der Vajos. Vajos hat selber schon, als er ein kleiner Junge war, bei uns in der Fußballschule gekickt. Dementsprechend kennt er natürlich die ganzen Abläufe schon, aber er ist auch Trainer bei uns in der Münchner Fußballschule und wird jetzt mit mir gemeinsam das Torwarttraining eben gleich umsetzen und vormachen. Genau. Für euch nochmal zu Hause, wer Interesse hat an anderen Kursangeboten, wir haben, muss ich nochmal kurz gucken, ab jetzt diese ganze Woche ja schon laufen, Montag Fußball-Kindergarten, Dienstag Fördertraining, Mittwoch, also heute Torwarttraining, am Donnerstag wieder den Fußball-Kindergarten, am Freitag das Fördertraining plus die Challenges, die unser Faxe für euch eben aufgenommen hat, die könnt ihr dann wieder liken, teilen und eure Videos bei Instagram hochstellen und uns darauf wiederum verlinken, damit wir eure Videos dann auch wieder reposten können. Genau, jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß und ich würde sagen, Vajos, wir fangen gleich an, oder? Ja. Gut, das erste, was ihr braucht, Jungs, zu Hause ist idealerweise ein Trainingspartner. Das kann jetzt Mama, Papa, Bruder, Schwester, Oma, Opa sein. Oder wenn es gar nicht geht, reicht euch in manchen Übungen auch eine Wand, gegen die man den Ball werfen darf. Ihr braucht erstmal einen bzw. zwei Bälle wären optimal und zwei Hütchen bzw. zwei Toilettenpapierrollen. Genau, so wie ihr es schon kennt. Ihr braucht dazu ein kleines Hütchentürchen auf. Das ist nicht breiter als 1,5 Meter. Das nehmen wir uns jetzt mal zu. Nehmen einen Ball mit, weil es wir zwei tauschen kurz. Und dann erkläre ich mal die Übung. So, es ist zum Warmwerden. Man muss vielleicht dazu sagen, dass diese ganze Trainingseinheit dieses Mal, heute die erste, mehr diesen Schwerpunkt Koordination und Torwart-Grundtechniken hat. In der nächsten Woche werden wir uns dann vor allem um fußballerische Techniken, also Tricks finden, im Spielaufbau und so weiter kümmern. Aber wir haben das jetzt online für euch einfach mal so ein bisschen besser aufgeteilt und klassifiziert. Genau. Trotzdem ist immer der Ball mit dabei, ist ja ganz klar. Wir starten mit einer Aufwärmübung, die ist ziemlich einfach. Ihr kennt das schon alles. Wir starten mit einer Stammdrehkombination, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Spielen danach unseren Trainingspartner an, bekommen dann einen Ball wieder zurückgespielt und nehmen den Ball dann einfach in der Grätsche auf. Aber damit das nicht ganz so langweilig ist, basteln wir uns noch ein bisschen was mit dazu. Also das Ganze schaut so aus, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Der linke Fuß passt zu eurem Partner, weil wir auf links rauskommen. Jetzt in die Grundstellung, in die Grätsche schon mal kommen, die Hände als Schaufel formen, kleine Finger zusammen, der Vajos spielt mir den Ball zu. Wir nehmen den Ball auf, zur Brust ziehen, noch nicht nach vorne plumpsen, wir bleiben so. Kugel rausspielen, wieder spielen, Vajos. Nochmal anziehen und beim dritten Mal, so, hopp, nehmen wir die Bewegung mit und lassen uns vorne auf die Unterarme und Ellenbogen fallen. Alles klar, den Ball nehme ich wieder mit und starte wieder von vorne. So, hopp, hoppala, hopp, hopp, linker Fuß spielen, Position spielen, einmal, hopp, zweiter, hopp, und der dritte und nach vorne. Alles klar? Gut. Meine Knochen sind schon ein bisschen älter als die von Vajos, deswegen schlage ich vor, Vajos. Kannst du mal gleich weitermachen. Und sobald irgendwo irgendwas auftritt, ein Fehlerchen oder wenn du was dann nicht verstehst, dann geh mal drauf ein, aber das sollte ja eigentlich ganz klar sein. Also Vajos, geh mal Gas, wir zwei. Hopp, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Spielen, Position und erster Ball, genau. Hopp, zweiter Ball und der dritte Ball. Ja, sehr gut. Super, gut. Hart, gell? Der Boden. Ja. Kleiner Tipp, geh gleich weiter in die Knie
Und schau mal, dass du mit einem Knie so beugst, dass du den Schwerpunkt schon mal weiter runtersetzt. Der andere Fuß kann ein bisschen gedehnter sein. So schlägst du eine Richtung ein, je nachdem, auf welche Seite der Ball tendenziell kommt. Okay? Alles los geht's, auf geht's. Hopp. So, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Spielen, fertig machen. Erster Ball, genau. Bleib so. Genau. Und jetzt tief, 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 Popo. Und runter. Ganz gleich. Gesehen? Ganz easy. Jawohl. Und nächste Runde. Auf geht's. Hopp. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Spielen. Und erster Ball. Gut. Bleib auf links. Bleib auf links. Gut. Und jetzt nach links runter. Hopp. Sehr gut. Boah. Stark. Das geht, oder? So wichtig ist Körperkontrolle, dass man sich nicht die Ellbogen. Ja, genau. Die Ellbogen sind komplett ramponiert. Aber geht schon. Geht schon, okay. Und los geht's. Hopp. Zweimal noch. Eins, zwei. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Gut. Spielen. Und erster Ball. Gut. Such dir ein Knie aus. Sehr gut. Und nach vorne. Genau. Jawohl. Super. Gut so. Und letztes Mal. So. Ziehen, hopp. Ziehen, zurück. Ziehen, hopp. Ziehen, zurück. Spielen. Gut. Und erster. Sehr gut. Hopp. Und zweiter. Und der dritte. Jawohl. Gut so. Alles klar. Kurze Pause. Ihr könnt selber daraus auch einen kleinen Wettkampf machen, auch wenn ihr keinen Wettkampfpartner habt. Sagt einfach euren Eltern, sie sollen eine Uhr rausnehmen und einfach mal die Zeit stoppen, wie lange ihr für was braucht, wie lange ihr für die Standtricks braucht, wie lange ihr für den ganzen Ablauf braucht und schaut mal, dass ihr eure Zeit jedes Mal wieder unterbieten könnt, wenn ihr euch sicher fühlt und wenn ihr die Übung schon ein paar Mal gemacht habt. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite und haben eine neue Standtrick-Kombination. Das heißt, wir starten jetzt aus der Mitte und beginnen mit ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel. Dann kommt der Ball zum Vaios. Der Vaios steht jetzt aber nicht da, sondern der Vaios nimmt noch einen zweiten Ball mit dazu. Das kann bei euch jetzt ein Tischtennisball sein. Es kann ein Tennisball sein, ein Plastikball. Das ist völlig wurscht. Hauptsache es ist ein zweiter Ball, den wir gleich fangen wollen. Okay? Du stellst dich wieder in Position. Ich habe meine Standtrickkombination ziehen. Zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel. Jetzt spiele ich den Vaios an, der Vaios stoppt den Ball. Ich gehe in die Grundposition hier, Füße schulterbreit, Hände mit Torwartdreieck im Schoß liegend. Du wirfst mir den ersten Ball zu. Hopp, wir fangen den Ball, drücken feste drauf, schauen unser Dreieck an, werfen den Ball wieder zurück und bekommen jetzt einen zweiten flachen Ball, Grätsche, aufnehmen und wieder nach vorne plumpsen. Alles klar, nochmal zum Zeigen, mit ziehen zurück beginnen wir, hopp, hopp, ziehen, Fußwechsel, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel, spielen, so, erster Ball, fangen, zweiter Ball, Grätsche und nach vorne ablegen. Schön weich, schön langsam, schön rund, dass wir nicht so wie der Ball das vorher beim ersten Mal auf die Ellbogenköpfe da fallen. Da tut es dann weh. Ah, spiel nochmal kurz her, wir machen es noch einmal durch. Kleiner Tipp da noch zum Fangen. Ziehen, Fußwechsel, ziehen, zurück. Ziehen, Fußwechsel, spielen, warte kurz. Und wir gehen in die Fangposition, indem wir nicht die Ellbogen oder die Hände hochheben, sondern indem wir die Arme aus der Schulter nach oben heben und die Hände im Dreieck gemeinsam lassen. Das heißt, wir heben die Arme in der Schulter, schmeiß her. Hopp, einmal, wieder raus und der zweite Ball, hopp, und wieder raus. Werfen wir mal noch einen zu. Was würden wir jetzt tun? Normalerweise, was fehlt noch? Zur Brust ranziehen. Zur Brust ranziehen. Also den Ball sichern, am besten mit so einem überkreuzenden Griff, damit auch gar nichts mehr passiert. Alles klar? Gut. Dann fühlst du dich sicher? Ich denke, ja. Gut, dann können wir loslegen. Du hast einen Ball am Fuß, ich einen in der Hand. Und wie gesagt, es kann auch ein Tennisball sein oder ein Tischtennisball. Der erste, den ihr hier fangen müsst, dann müsst ihr halt mit einer Hand fangen, wenn es nicht anders möglich ist. Aber das kriegen wir alles hin. Flexibel. Genau. Und jetzt der frontale Ball fällt, kommt nur einer, oder? Bitte? Einer frontal, genau, zu fangen und dann einer flach. Genau. Okay. Alles klar. So, dann fangen wir. Und los geht's. Hopp, hopp. Gut. Ziehen zurück. Ziehen, Fußwechsel. Spielen. Erster Ball. Gut. Jawohl. Und tief gleich. Hopp. Und nach vorne. Sehr gut, super. Vielleicht kannst du auch bei dem Ball so ein kleines bisschen nach hinten dann durchschwingen.
So mache ich jedenfalls immer, weil es mir hilft, dann das Ganze noch runter zu machen. Das heißt, du kriegst den Ball, schwingst leicht nach hinten durch und gehst jetzt wieder nach vorne. Dann ist das Ganze weicher, runter und nicht so abgehackt von oben nach unten. Plumps. Okay? Jo. Und los geht's. So. Ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, spielen. Erster Ball, gut so, mit sichern. Und der zweite Ball, jawohl. Sehr schön, super. Gut. Eins, zwei, ziehen, Fußwechsel. Eins, zwei, ziehen, Fußwechsel. Spielen. Erster Ball aus der Hüfte, sehr gut. Und der zweite Ball. Jawohl, wunderbar. Schön rund, schön weiter. Hört fast gar nichts. Weißt du, du bist wie eine Katze. Aber ich spitze damit. Ja, die Katze war es, alles klar. Die griechische Katze. Genau. Die griechische Katze, sehr gut. Okay, und los geht's. Hopp, ziehen, zurück, ziehen, hopp. Ziehen, zurück, ziehen, hopp. Spielen, erster Ball. Gut. Zweiter und los geht's. Sehr gut, super. Einer geht noch. Genau. Und los geht's. Eins, zwei, eins, zwei. 1, 2, 1, 2, spielen, erster Ball, gut, und der zweite, genau, so, okay. Pause kurz für dich, solltet ihr jetzt tatsächlich keinen Trainingspartner haben, ja, oder die Mama gerade keine Zeit haben, weil sie gerade kocht, oder mit was anderem beschäftigt ist, der Papa gerade die Wäsche wäscht oder irgendwas tut, ihr könnt es auch alleine, indem wir einfach nach den Trickkombinationen den Ball an eine Wand spielt. Die muss auch nicht allzu weit von euch weg sein. Das reicht, wenn wir ungefähr einen Meter davon weg sind und würden jetzt so beginnen. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Spielen, den abprallenden Ball aufnehmen und wieder nach vorne fallen. So, und dann würde es wieder weitergehen. Auch hier könnt ihr eure Zeit stoppen. Hopp, spielen und wieder nach vorne fallen. Das Ganze würde sogar auch mit zwei Bällen gehen. Ja? Das heißt, die erste Runde fangt ihr so an, einen Ball in der Hand, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel zum Beispiel, ziehen zurück. Den Ball spielen wir noch nicht, sondern werfen den ersten Ball, hopp, legen ihn ab, spielen den zweiten und gehen dann wieder ins nach vorne fallen. Alles klar? Nochmal gezeigt. Ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, aufhalten, werfen, fangen, ablegen, zweiten Ball spielen, hopp, und nach vorne. Alles klar? Gut, das war's mit der ersten Aufwärmübung. Ihr geht schnell was trinken. Wir bauen kurz um für die zweite Übung. Du kannst schnell was trinken. Bis gleich. Genug getrunken, bist du wieder fit? Ich bin wieder fit. Sehr gut, habt ihr zu Hause auch genug getrunken? Dann können wir jetzt gleich weitermachen mit unserer zweiten Aufgabe. Was wir jetzt brauchen, sind vier Markierungen, also Klopapierrollen oder Hütchen oder T-Shirts, Lappen, irgendwas, was ihr zu Hause findet. Und dann kann es losgehen. Am besten ist, ihr baut drei Hütchen recht eng aneinander und ein Hütchen ungefähr so einen Meter weit weg, damit da ein bisschen Abstand entsteht. Die beiden Hütchen bilden wieder ein kleines Türchen. Die drei Hütchen da drüben bilden eine Hütchenreihe für die nächste Aufgabe. Wir machen es jetzt wieder so. Wires, du nimmst den Ball einmal in die Hand. Okay? So, den nehmen wir mal für die zweite Variante nachher. Und wir beginnen hier einfach mit seitlich laufen. Ja, das, was wir als Torhüter ja eigentlich immer brauchen. Bloß jetzt nicht im Sidestep, sondern wir beginnen ganz easy mit 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 und werfen. Also das heißt, wir haben einen Kontaktwechsel von 2 Kontakte, 4 Kontakte, 2 Kontakte, dann wieder der Auftaktschritt, dann kriege ich die Torwartaktion in dem Fall einen Wurf.
Alles klar? So, das Ganze schaut so aus. Ihr beginnt immer mit dem inneren Fuß, in dem Fall hier der linke. Ihr könnt es natürlich auch andersrum aufbauen, völlig egal. In der Variante könnt ihr auch tauschen. Wir beginnen jetzt hier links. Linker Fuß also zuerst. Die Arme gehen gegen gleich mit. Und wir haben 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, stehen. Hände wieder nach vorne, fangen, sichern. So, damit es nicht so langweilig ist, werfen wir einfach dreimal. Einmal tippeln, zweimal, hopp, tippeln, dreimal. Dann wieder warten, zurückgehen und die ganze Sache beginnt von vorne und erneut. So, also 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hopp, einmal, hopp, zweimal, gut und dreimal, genau, alles klar. Noch einmal zum Zeigen. So, wir haben 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, stehen, fangen, hopp. Zweiter, stehen, fangen, dritter, hopp, sichern und so weiter. Alles klar? Jeder gecheckt zu Hause? Ich glaube schon. Du hast es auch kapiert, weißt. Yes. Dann würde ich sagen, geben wir Gas. Wer zu Hause einen Garten hat oder ein Tor zum Beispiel, ja, und der Papa zufällig ganz gut mit der Kugel umgehen kann, da können wir es auch so machen, dass wir uns dann den Ball aus der Hand zuschießen. Aber je nachdem, wie eben die Gegebenheiten zu Hause sind. Alles klar? Also so, los geht's. Hopp. Also 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hopp. Erster, gut. Zweiter, gut. Hopp. Und der dritte, gut. Sichern und wieder weg. Und auf geht's. Hopp. Und wir bleiben in der Übung. Hopp. Und 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, weg. Hopp. Einmal, hopp. Zweimal, hopp. Dreimal, gut. Super. Und Achtung, schieß mal was, gell? Ja. Und los geht's. So, hopp. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hopp. 1, gut. Und die 2, gut. Scheiße. Und die 3, sehr gut, super. Und nächster. Auf geht's. 2 und 4. So, hopp, hopp, hopp. Und stehen. Gut. Und wieder Auftaktschritt. Gut. Und 3, gut. Pause kurz für dich. Zum Ausschnaufen, schaut, dass ihr hier in dem kleinen Türchen eigentlich immer auf der Zehenspitze bleibt, so eine leichte wippende Position drin habt, weil ihr einfach viel schneller nach links oder nach rechts rauskommt, falls der Ball mal irgendwie schief kommt oder falls irgendwann mal der Ball nicht so optimal kommt, wie ihr euch das eben wünscht. Okay, die Reaktion ist einfach schneller danach, als würde ich auf dem platten Fuß stehen, da muss ich dann erstmal so nach vorne und es sieht eigentlich alles recht gemütlich und träge aus. So, bleibt auf der Zehenspitze, Hände sind schon parat, Finger sind gespreizt, wir gehen zusammen in den Schuss und jetzt geht es immer wieder nach vorne in den Ball. Du nochmal zwei, drei Runden. Yes. Alles klar. Und auf geht's. 1, 2, 1, 2, 1, 2, da. Genau. Sehr gut. Und da sind wir. Gut. Und hopp, gut. Du weißt nie, was ich mache, gell? Schießt nee, unberechenbar, der Ferdi. Absolute Reaktion hier. Und los geht's. Hopp, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Gut. Und die 2. Hopp, gut. Und die 3. Sehr gut, super. Und nächster. Geht nochmal. Es kommt ein bisschen, was haben wir noch im Tank? Und auf geht's. Hopp, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hopp, 1. Und die 2. Hopp, gut. Und die 3. Hopp. Okay, gut. So, Pause kurz. Neue Aufgabe. Wir können jetzt natürlich hier in diesem Kontakt, in der Kontaktreihenfolge spielen, wie wir wollen. Wir könnten jetzt auch 4-4, wir könnten auch 2-2 machen, wir könnten auch 6-8, je nachdem, wie wir halt wollen und je nachdem, wie sehr wir uns auch fordern wollen. Ich will aber noch eine zweite Aufgabe mit an die Hand geben, außer diesem Kontaktläufen. Könnten wir auch ganz normale Sprünge machen. Ja? Das ist das zweite, auf was wir raus wollen, nämlich auf die Prellsprünge. Okay? Prellsprünge sind Sprünge, wo wir sehr kurze Bodenkontaktzeiten haben, weil wir uns immer wieder schnell vom Boden abdrücken wollen. Heißt, wir kräftigen dabei ungemein die Fußgelenke, die Zehenspitze, die Wadenmuskulatur, um schneller abspringen zu können. Das werden wir jetzt seitlich machen. Das heißt, wir beginnen hier so ein bisschen im Wippen, springen jetzt den ersten drüber in die erste Lücke und dann bleiben wir nicht stehen, sondern wir prellen immer weiter über das Hütchen in die nächste Lücke bzw. ins Türchen. Der Marius nimmt mal auch einen zweiten Ball noch mit in die Hand dabei. So, also wir prellen, prellen, prellen. So, stehen. Du wirfst den Ball zu.
Erster Ball. Jetzt kommt der zweite Ball. Werf einfach her. Wir stupsen den Ball zurück, legen den ersten hin und du wirfst den Ball nochmal feste zu mir, den ich dann letztendlich sicher. Alles klar? Nochmal, ich krieg den ersten Ball von dir zugeworfen, hopp, den zweiten stupse ich zurück, rechte Hand ablegen und wieder fangen. Alles klar? Das ist die Übung. Ich mache es zwei, dreimal vor, damit es nachher nicht heißt, nur der Ball, das musst du schuften. Genau, und los geht's. So, du sagst hopp, wann es losgeht. Und hopp. Jawohl, gut. Sehr gut, Ferdi. Hast du gemacht, Trainer? Super. Stark. Okay. So, wenn ich was verkehrt mache, musst du sagen, gell? Ich sehe es ja nicht. So. Und hopp. Gut. Kann man so machen. Gut geworfen war es. Stark. Warte, einen mache ich noch. Yes. Danach brauche ich eine Sauerstoffpause. Stark. Ja? Unfassbar. Also gar nicht mal so unintensiv eigentlich. Wahnsinn. So, nächste Runde. Du bist dran. Huch. Ja, nachher müssen wir hier lüften ganz schnell. Ja, ich auch. Okay, und los geht's. Hopp, tapp, tapp. Erster, zweiter. Mach nichts, ja, das ist da. Sehr gut, okay. Heißt, Trainer muss es werfen erstmal lernen. Das macht die Decke. Und los geht's. Hopp, tapp, tapp, tapp. Erster, gut. Zweiter, dritter. Sehr gut. Erster. Und? Ja. Stoppen. Gut. Und zweiter. Sehr gut. Ja, gut. Gut. Jawohl. Geh noch zwei, drei. Auf jeden Fall. Lass ein bisschen Zeit, war das. Ja, also wir haben ja keine Hektik, die Jungs sind sowieso tausendmal schneller als wir. Von daher, wir machen schön gemütlich. Gut, gut. Und los geht's. Ja. Tap, tap, tap. Gut. Jawohl. Zwei noch? Yes. Jawohl. Und kann losgehen. Gut. Und der dritte. Jawohl. Gut, super. Für alle, die jetzt natürlich auch unseren Spitzentorwart Dominik vermissen, der das beim letzten Mal so super gemacht hat, der hat immer noch Hüftprobleme vom letzten Mal. Ja, der ist da einmal blöd auf links geknallt und hat bis heute noch eine Schürfwunde da. Deswegen, den Knochen geht's gut, dem Gelenk auch, aber eine Schürfwunde hat er noch. Aber gut, so. Passiert uns hoffentlich nicht. Hoffentlich. Hoffentlich. So. Hoffentlich. Und los geht's. Hopp. Tapp, tapp, tapp. Erster. Zweiter. Dritter. Sehr schön. Gut, super. Schaffen wir noch einen, dann gibt's eine Variante. Einen schaffe ich noch. Sehr gut. Letzter, dann gibt's eine Variante und ab geht's. Hopp, tapp, tapp, tapp. Erster. Zweiter. Dritter. Okay, gut. So, letzte Variante. Wir wollen jetzt die Läufe verbinden mit den Hüpfern, okay? Weil wir ja nicht nur hüpfen, sondern auch laufen müssen und alles gemeinsam verbunden ist irgendwie ein bisschen komplexer. Das heißt, sucht euch einen Rhythmus raus, den ihr laufen wollt, egal ob jetzt wir am Anfang 2 und 4 und dann raus oder 2, 2 oder 4, 4, 8, 8, je nachdem, was ihr eben könnt. Danach gehen wir aber nicht ins Türchen, sondern wir laufen hintenrum, Sidestep vorbei und gehen dann in den Prellhopser. Das heißt, ich fange jetzt mal einfach, damit wir das Ganze schnell erledigt haben, mit 2-2 an. Geh dann weg, du bleibst dann auch bei 2-2. 2-2, Sidestep weg, Prell, Prell, Prell. Und die Würfe, die dann kommen, sind, der erste ist ein Aufsetzer, also du wirfst den Ball als Aufsetzer fangen. Auch den zweiten Ball wirfst du als Aufsetzer.
den versuche ich zurück zu dribbeln. Yes. Dann lege ich ihn hin und kriege den dritten Ball wieder zum Fangen und zum Sichern. Alles klar? Jeder gesehen? Auch hier könntest du jetzt auch mal variieren, mir nichts sagen und dann einfach mal so ein Aufsetzer spielen. Kannst du machen, wie du willst. Ja? Das werden möglichst viele Varianten in die Übung dann auch mit reinpacken. Ihr könnt es dann zu Hause, wie gesagt, variieren. Entschuldigung. Variieren, wie ihr wollt. Es ist jetzt nicht fest vorgegeben, aber das sind eben die Möglichkeiten und die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können. So, also 2-2, dann Sidestep, dann springen. So, 1-2, 1-2, 1-2, Sidestep weg und springen. Hopp, hopp, hopp. Erster ein Aufsetzer. Hoppala. Zweiter. Oh, Entschuldigung. Gut. Und dritter. Ah, und dann sicher. Genau. Bestens, du wirfst nicht ganz so nah zu einem, sonst fällt man hinten über den Glastisch rüber, wenn man Pech hat. Sondern lieber vor einen werfen mit einer Hand. Dann kommt er auch schöner in die Hand rein. Alles klar, nochmal. So, und zip, 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 zip. Sidestep weg und hopp, hopp, erster, hopp, und jetzt, gut, und gehalten. Schaffe ich noch einen? Denke ich, du bist. Ich glaube, einer sollte noch gehen, oder? So, sag das Kommando. Und hopp. Jawohl. Ferdi reagiert gut. Linie 1. Du bist dran. Darf ich? Du es. Gerne. Und los geht's. Hopp. Sehr gut. Jawohl. Du hast es richtig gemacht. Ich war jetzt wieder verplant. Machen das, glaube ich, als Werfer schwieriger als. Ich glaube auch. Dann sollten die Jungs zu Hause der Oma die Bälle hinwerfen. Okay. Wäre auch eine Option. Okay, und los geht's. Hopp, zapp, zapp. Meyers ganz stark. Wahnsinn. Ja. Hopp. Boah, schnell du! Schön. War das Punkt schon? Wie geht's euch zu Hause, Jungs? Seid ihr fit oder seid ihr schon so am Pfeifen wie der Wallace und ich? Ich glaube, ihr seid ein bisschen fitter. Ich glaube auch, die Jungs sind fitter. Ich glaube auch, gell. Aber wir ziehen es durch, Wallace. Komm, zwei hast du noch. Zwei hast du noch. Dann ist Pause. Ja. Zapp, zapp, zapp. Erster. Zweiter. Und was? Und dritter. Gut. Hast du Zeit? Du musst immer überlegen, bis du eine machst, haben die daheim drei gemacht. Das doch. Aber wir machen unser Tempo. Wir machen unser Tempo. Und los geht's. Zap, 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 zap. Hopp, 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 hopp. Erster. Sehr gut. Okay. Gut. Alles klar. Pause für euch zu Hause. Pause auch für uns ganz kurz. Wir gehen mal schnell da hinten lüften. Yes. Alle Fenster aufreißen, dass wir wieder frische Luft haben. Ihr geht einen großen Schluck trinken. Hälfte des Trainings haben wir schon geschafft. Wir sehen uns gleich wieder. Scheiben und bauen mal ein kleines Viereck auf. So.
So. Und so, das muss gar nicht riesengroß sein. So. Dieses Viereck wird uns jetzt eigentlich die ganze Zeit begleiten. Hoppala, in der Zeit, wo wir Online-Training eben anbieten und machen. Das heißt, mit einem Viereck sind nicht nur vier Hütchen, sondern wir werden jetzt da mal allerhand Sachen machen, die wir hier koordinativ anbieten können, aber auch in der nächsten Woche dann mit vielen technischen Inhalten, sodass man sieht, wie viel man eigentlich mit vier Hütchen und ein bisschen Kreativität auch machen kann. So, wir beginnen jetzt erstmal, wir hatten jetzt ganz viel die Bälle flach zentral, halbhoch zentral. Wir beginnen jetzt nochmal so ein bisschen zum Reinkommen mit den Bällen flach auf die Seite. Die werden wir jetzt dann nämlich gleich brauchen. Dazu geht ihr zu Hause einfach mal auf die Knie. Der Bias legt sich den Ball an den Fuß. Jetzt kann man zu Hause sagen, ja, das ist mit dem Fuß, da bin ich relativ unsicher. Man kann auch als Trainingspartner den Ball rollen. Das ist auch kein Problem für euch, nur wichtig. Wir machen das Ganze so zum Reinkommen, nicht länger als vielleicht eine Minute, immer im Wechsel. Das heißt, ihr kriegt den ersten Ball auf die rechte Seite, geht zum flachen Ball, kippt wieder hoch, dass ihr wieder im Kniestand seid, dann wechselt ihr auf die andere Seite. Wichtig ist nur, jedes Mal, wenn ihr auf eine Seite geht, jetzt fangen wir mal bei der rechten Seite an, geht das rechte Knie nach vorne, wir gehen in die Position rein, halten den Ball, spielen den Ball immer mit der oberen Hand nach oben raus, drücken uns nach oben ab in den Kniestand, gehen jetzt automatisch nach links und wieder in die nächste Position. Hopp, raus, stehen, zweiter und so weiter. Tempo muss nicht allzu hoch sein, vor allem wer es merkt und einen harten Boden zu Hause hat im Wohnzimmer, der wird schon merken, oh, das ist an den Knien oft nicht ganz so super. Entweder Knieschoner anziehen oder halt einfach warten und ganz langsam umsetzen. Da haben wir jetzt echt keinen Stress. Einfach mal eine Minute beide Seiten nochmal durchgehen, um da reinzukommen. Weißt du, du kannst es tausendmal besser wie ich. Deswegen fängst du gleich mal an. Du kannst auch ein bisschen weiter hintergehen, weil entscheidend ist jetzt gar nicht so. Genau. Schön in das Viereck rein, in den Raum rein. Wir starten immer mit den Händen vorne im Schoß und los geht's. Rechte Seite, erster Kugel raus. Ich lasse dir ein bisschen Zeit. Zweiter, hopp. Genau, und der dritte, hopp, genau, ja. Und wieder ausprobieren, genau. Wenn ihr merkt, dass ihr irgendwann zu weit nach vorne kommt, könnt ihr auch einfach kurz Pause machen, wieder nach hinten gehen, das ist überhaupt kein Problem. Das wird automatisch, wir sind links, glaube ich, so, linkes Knie vor, hopp, zwei Stück noch, rechte Seite, weil der Ball ist unheimlich schnell, und los geht's, zack, zack, und der letzte. Genau, okay, gut. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein, hier mit der ersten Übung. In dem Viereck ganz, ganz einfach. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich auch noch im Stehen probieren. Ja? Geh mal ganz kurz in deine Grundposition schön tief. Das Gleiche könnten wir jetzt auch auf der rechten Seite machen. Der Ball ganz langsam, es empfiehlt sich jetzt zu Hause wirklich nur mit der Sohle vorzurollen. Oder wenn ihr natürlich mehr Platz habt, könnt ihr es auch im Garten mit einem normalen, leichten Pass machen. Ihr spielt euch den Ball in dieses Hütchentor rein, Bias mit dem rechten Fuß nach vorne und kippt jetzt ganz langsam runter über die rechte Seite, kommt nach oben, stehen, ich lasse ihm wieder Zeit, linker Fuß runter, hopp, kann ich ein bisschen fester, also du bist zu schnell unten immer, das ist wirklich eine Katze, und los geht's, gut, hopp, und den letzten noch, wollen dich jetzt nicht hier komplett fertig machen, sehr gut, Stopp, Pause, das können wir zu Hause jetzt einfach schon mal so ein bisschen einüben. Ihr seid ein bisschen am Üben, ihr seid ein bisschen am Fallen und wir schauen euch jetzt einfach mal ein bisschen zu, würde ich sagen, oder? So, wie macht ihr denn das? Boah, jetzt schauen wir mal, wie sie es machen. Schauen wir mal, wie sie es machen. Aha, sehr gut. Machen alle gut. Wunderbar, was sagst du? Wunderbar. Machen super rein, oder? Ja, hier vielleicht, das war schon gut. Hast du einen Fehler gesehen, Marius? Alles einwandfrei, glaube ich. Super, ich glaube auch. Wunderbar, okay. Gut, gehen wir eins weiter und verbinden die Übung mit mehreren Sachen, okay? Wir haben gesagt, wir wollen heute so ein bisschen in diesem koordinativen Ablauf drin bleiben. Das heißt, viele Koordinationsübungen mit den Torwartgrundtechniken verbinden. Dazu, wir lassen das Viereck jetzt einfach so stehen und beginnen jetzt einfach mal mit einem Hopserlauf nach vorne.
Da kriege ich dann den Ball von dir zugeworfen, Bajos. Den Ball werde ich dann vorne fangen, lauf dann rückwärts im Hopserlauf, genauso wieder zurück, gehe unten in Position und bekomme dann einen Ball auf die rechte Seite, einen Ball auf die linke Seite. Drei Grundtechniken dabei, beziehungsweise zwei Grundtechniken und zwei Seiten auch noch. Das heißt, du brauchst eigentlich, genau, ja doch, zwei Bälle wären gut, du kannst aber auch mit einem machen, yes, wie auch immer. Wir starten. Hopserlauf, klein, schnell, im Sinne von einem Prell-Hopserlauf, also bitte nicht groß und irgendwie, sondern wir machen nur kleine Prell-Hopser, bis wir vorne sind. Torwartposition festhalten, rückwärts, Hopserlauf zurück, tief in die Knie, erster Ball. Nummer 1, nach oben kommen, stehen, linker Fuß vor, Nummer 2 und wieder stehen. Alles klar? Aufstehen genauso wichtig wie fallen. Zweite Runde. Hopserlauf, prellen, 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 prellen. Arme sind dabei, hopp. Ersten Ball fangen, zweiter, rückwärts zurück, tief stehen, rechter Fuß vor, hopp, aufstehen, linker Fuß vor. Du kannst ruhig ein kleines bisschen fester spielen, weil ich bin trotz der 35 Jahre unfassbar schnell und katzenmäßig noch. Ich merke es ehrlich. Wahnsinn, ja? Du bist unterfordert. Genau. So, okay, nächste Aufgabe. Nächste Runde, Prell, Hopserlauf, tap, tap, stehen, fangen, raus geht's, nach Hause und rechte Seite, gut, auf und hopp, wieder raus. Alles klar, willst du auch mal probieren? Ja. Ja, traust du dazu? Sehr gut. Gerne. Traust du es zu? Ich probier's mal. Jungs, ihr könnt zu Hause dann auch mal die Mama oder Papa üben lassen, damit die sehen, was die eigentlich mit euch da machen, beziehungsweise was wir eigentlich alles euch abverlangen in so einem Training. Genau, Bajos, fertig, los, fertig. Geht's, auf geht's. Tap, 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 gut, stehen, gut, und Nummer 2 weg, wir beginnen rechts, so, tief stehen, und erster, gut, und auf, tief stehen, Nummer 2, überragend. Wie geht's den Hüften? Alles gut soweit. Alles gut soweit, ja, sehr gut. Aber mit der richtigen Technik. Und stehen, hopp, gut. Und rechts geht's weiter. Sehr, Bajos, Wahnsinn. Und der zweite. So. Können wir da eigentlich nicht mal den Neuerer verlinken dabei? Der hat doch zu Hause einen Riesengarten mit einem großen Tor. Ja, vielleicht kann er die ein oder andere Übung von uns mal mitmachen, Antje. Ja, was? Ne? Das wäre doch mal stark. Und los. Huch. Und auf geht's. Zack, gut. Und weg geht's, weg geht's, weg geht's, weg geht's. Rechte Seite. Ja, sehr gut. Rückwärts weg, stehen. Und da sind wir. Yes. Super. Schaff's noch ein Ball. Eine yes. Noch. Da gibt's schon eine nächste Variante. Yes, yes, yes. Und auf geht's. Super. Gut, und rechts zuerst. Hopp, gut so. Und links als zweites. Stark, Pause für den Bajos. Jetzt müssen wir gleich den Sanker holen, glaube ich. So. Ihr könnt zu Hause das Ganze weiterspielen, ob ihr jetzt den Hopserlauf auch seitlich macht, euch dreht und den Ball dann bekommt. Oder auf die andere Seite, das ist euch überlassen. Ihr könnt auch, wenn ihr keinen Partner habt, also Mama und Papa keine Zeit haben, könnt ihr das Ganze auch alleine machen. Ihr nehmt euch einen Ball einfach mit, okay? Einen Ball behaltet ihr in der Hand, geht jetzt im Hopserlauf nach vorne, Hopserlauf, 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 Hopserlauf. Stehen, selber an die Wand werfen, den Ball fangen, rückwärts Hopserlauf weg, Hopserlauf, 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 Hopserlauf. So, sich den Ball nach vorne wegrollen und selber dem Ball nachgehen. Aufstehen wieder mit Ball, stehen, ganz leicht wegrollen, linker Fuß bleibt vorne, einen Fuß nachsetzen und wieder nach unten. Das ist auch möglich, selbst wenn jetzt gerade keiner Zeit hat. Valos, wo bist du? Trinken oder was machst du? Ich muss kurz einen Schluck trinken, Perli. Alles klar, gut, passt. Jetzt geht's wieder. Wunderbar, sehr schön. Wir haben eine neue Variante, okay? Und zwar waren wir jetzt gerade im Hopserlauf. Was wir als nächstes machen wollen, sind Tap-Schritte. Ja? Wir beginnen aber immer mit einem Fuß. Variationen gibt es dann auch gleich dazu.
Okay, du behältst wieder einen Ball hier vorne. Wir starten wieder hier hinten mit Tap-Schritten. Das heißt, linker Fuß hüpft jetzt die ganze Zeit auf der Zehenspitze und der rechte Fuß tippt immer abwechselnd mit der Zehenspitze und geht dann in die Luft. Zehenspitze tippen, in die Luft. Zehenspitze tippen, in die Luft, während links immer weitermacht. Okay? Kann jeder zu Hause ausprobieren, auch die Mamas und Papas. Wir beginnen jetzt mal so. Tap, 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 tap. Du wirfst mir den Ball zu. Ich fange den Ball wieder. Ich könnte ihn jetzt aber auch hier unten gespielt bekommen oder einen Aufsetzer. Bei uns beiden geht das gerade nicht, weil wir zu wenig Platz haben. Ja? Ihr könntet auch, geh mal kurz weg, weißt, nach da, nach da, nach da. Ihr könntet euch jetzt den Ball auch als Aufsetzer irgendwie zuspielen, ja, oder so, wie das als Aufsetzer zurückkommt, das ist euch überlassen. Oder je nachdem, auf welche Idee Mama und Papa eben kommen. Wichtig sind erstmal die Tap-Schritte. So, ich habe jetzt den Ball gehalten von dir. Gehe jetzt nach Hause im Rückwärtslaufen und springe den letzten Schritt nach hinten. So, wenn ich nach hinten komme, springe ich so auf die Zehenspitze, dass meine Schultern, mein Kopf und der Oberkörper eigentlich so ein Stückchen vor den Zehenspitzen sind. So, wer mal länger so stehen bleibt, wird merken, oh Gott, ich falle nach vorne um. Dieses nach vorne umfallen würden wir jetzt zum Beispiel im Spiel oder auch im Training draußen brauchen, um in den seitlichen Ball noch schneller reinzukommen. Das heißt, dieses Übergewicht, dieses nach vorne kippen, wollen wir uns eigentlich zunutze machen. Wir laufen nach Hause, springen hinter in dieses Übergewicht rein und gehen jetzt an die halbhohen Bälle, ohne zu fliegen. Wir kriegen halbhohe Bälle nur in die Kippphase. Wir können es auch ohne Schmerzen, blaue Flecken und sonst irgendwas üben. Ich zeige euch jetzt wie. Also, das hatten wir gerade. Tap-Schritte nach vorne, nach Hause gehen, ins Übergewicht rein. Jetzt kriege ich den Ball auf die rechte Seite zugeworfen. Fangen und jetzt ganz langsam in der Position nach unten gehen. Knie aufsetzen, Ball aufsetzen. Das ist die Reihenfolge. Knie, dann Ball. Beide Hände drücken den Ball in den Boden. Wir rollen den Ball raus. Und könnten jetzt zum Beispiel auf die andere Seite gehen. Hopp, linke Seite, Knie und Ball. Alles klar? Ob ihr jetzt euch nur die rechte Seite rausholt oder nur die linke oder beide, euch überlassen. So, also Tap-Schritte. Hopp, 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 hopp. Fünf sind in Ordnung. Hopp, fangen, rückwärts weg, stehen. Hopp, Knie und Ball. Nummer zwei, stehen. Hopp, Knie und Ball. Kugel raus und es geht wieder von vorne los, okay? Wir machen, weil wir wenig Zeit haben, gleich mal den linken Fuß, also Tap links, hopp, 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 fünf und auf geht's. Fangen, rückwärts weg, stehen, Fuß nach vorne, Knie und Ball, aufstehen, stehen, hopp, Knie und Ball. Alles klar? Probierst du es aus? Yes. Sehr gut. Okay. So. Okay. Und los geht's. Hopp, 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 hopp. Erster. Rückwärts weg. Stehen. Genau. Schön ins Kippen rein. Fuß schön nach vorne setzen. Und wieder. Sehr gut. Super. Vielleicht der linke auch? Du kannst auch gleich den linken nehmen. Und auf geht's. Hopp. Stehen und Fuß nach vorne, Knie und Ball. Mehr Gewicht auf den Ball drauf. Ja, genau, sehr gut. Dann sichern wir den Ball schön in den Boden, drücken ihn gleich rein. Die Schulter ist drüber gelehnt und wir haben von mehr Bewegung nach vorne noch. Ja? Und los geht's rechts nochmal. Tap, 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 tap. Und auf geht's. Gut so. Und rückwärts weg. Sehr gut, Vajos. Jawohl. Und Nummer zwei, stehen. Sehr gut, jawohl, alles klar. Gut, Pause kurz für dich. Ihr könnt auch zu Hause das Ganze dann verbinden, wer die Tap-Schritte schon gut kann, kann das Ganze auch verbinden, indem man Tap, rechts, Tap, links, Tap, rechts, Tap, links, rechts, links, rechts, links. Die Bälle, die ihr zugespielt bekommt, könnt ihr auch wieder variieren. Das heißt, flacher Ball, hoher Ball, flacher Ball, wie auch immer. Wir können auch im Nachhauselaufen den ersten Ball halten, mit zwischen den Füßen rausspielen, flach, flach. Das machen wir jetzt mal, ich mache mal einen Doppeltap, mal eine crazy Variante, Doppeltap, ich kriege den Ball geworfen, komme nach Hause,
gerader Ball, ich spiele raus, flach, hoch. Okay? Okay. Gut, also Doppeltipp, rechts, links, rechts, links, rechts, links, fangen, hopp. So, jetzt nach Hause, stehen, gerader Ball, hopp, weg geht's, Kugel raus, auf, tief stehen, zweiter Ball, hopp, nach oben, stehen und halb hoher Ball nach unten. Ja? Sag du was an, wie machen wir es? Tapschritt doppelt. Tapschritt doppelt, dann machen wir vorne wieder halb hoch. Ja. Jetzt machen wir es andersrum. Der kommt flach, dann kommt er hier flach und dann da halb hoch. Okay, alles klar. Also Doppeltap. Hopp, 2, 3, 4, 5, 6. Stehen, nach Hause. Stehen, flach halten. Gut, so und jetzt hatten wir hier flach. Hopp, auf und halb hoch. Nach vorne weg. Alles klar? Gut. Wir gehen noch mal einen Schluck trinken, dann kommt die letzte Übung für heute und dann sind wir fertig. Alles klar, einen Schluck schnell trinken. Immer dasselbe. Bis heute die Namen. Können wir nochmal? Gut. Okay, gut, war jetzt wieder gut getrunken. Jetzt gehen wir das Ganze so an. Wir haben weiterhin unser Viereck. Okay. Gehen jetzt so ein bisschen in leicht kräftigende Elemente rein. Diese Ausfallschritte, die wir alle schon kennen, im Prinzip diese Telemax, die wir wieder brauchen. Dazu haben wir folgende Übung. Wir verstehen jetzt mal dieses Viereck nicht als Viereck, sondern wir verstehen dieses Viereck mal als Torlinie und den Raum, den ich vor der Torlinie benutze, um den Ball zu halten. Schlecht ist immer, wenn ich auf der Torlinie stehen bleibe, der Ball mich passiert und ich auf der Torlinie versuche, den Ball noch zu halten. Das ist von den Winkeln her nicht besonders clever. Also versuchen wir als Torhüter clever zu sein. Wir schneiden den Ball den Weg ab. Das kennt auch schon jeder. Winkel verkürzen und so weiter, hat jeder schon mal gehört. Dazu nehmen wir uns eben auch diesen Raum hierher und dazu verstehen wir auch den Raum so. Okay? Es wird jetzt gleich darum gehen, flache Bälle wieder zu halten, flache Bälle auf die Seite. Allerdings wollen wir jetzt dann nicht auf diesen Seiten raus, um den Ball zu halten, sondern wir wollen uns so weit drehen, dass wir den Ball eigentlich immer schön zentral bekommen. Das heißt, der Ball wird jetzt dann die Pässe, die er spielt, nicht auf die Seite spielen, dass ich gerade noch so hinkomme, sondern der Ball wird den Ball hier zwischen das erste Tor durchspielen und ich gehe dann dem Ball entgegen. Wichtig ist, dass du am Anfang nicht zu fest spielst, sonst ist der Bewegungsrhythmus gestört und dann klappt es nicht so. Du nimmst wieder einen Ball in die Hand. Bitte zu Hause dran denken, also wenn ich nur einen Ball habe und das zweite ist zum Beispiel eine Toilettenpapierrolle, dann könnt ihr euch auch die zuwerfen oder irgendeinen kleinen Playmobilball oder Plastikball oder wie auch immer. Es spielt keine Rolle, ob ihr jetzt den Ball immer so fangt. Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Ihr könnt auch mit einer Hand Tennisball, Softball, was auch immer fangen, was ihr eben im Schrank habt. Ihr könnt sogar eine Frisbee nehmen, Hauptsache ihr fangt den. Okay? So, gut. Erste Runde, wir machen den ersten Telemark mit dem rechten Fuß, gehen nach vorne. Immer wenn ich einen Ausfallschritt mache und unten angelangt bin, wirfst du den Ball zu mir. Hopp. Ich werfe den Ball raus, gehe jetzt nach oben. Achtung, jetzt wird es ein bisschen tricky mit dem Gleichgewicht. Das heißt, wir haben hier quasi so einen Grätschschritt beim Zurückwerfen, wenn ich den Ball nicht habe. Jetzt kriege ich den Ball wieder, gehe wieder runter in den Telemark. Hopp, erster. Wieder raus und nochmal nach unten, hopp und wieder raus. So, dreimal rechten Fuß zurückstellen und du nimmst jetzt deinen Ball und spielst über die linke Seite hier rein. Das ist ein bisschen zu langsam und dann gehst du so zum Ball. Gut gemeint, bisschen zu langsam. Alles klar? Gut, nochmal das Ganze in schnell. Wir nehmen mal nur den rechten Fuß
Also Torwartposition, du sagst hopp. Hopp. So. Also erster, hopp. Zweiter. Zurück mit dem Fuß, links nach vorne und lang machen zum Ball. Du darfst tatsächlich ein bisschen fester. Du musst es einfach ausprobieren, wie es ist. Ja? Wenn ich mich noch nicht so ganz gut fühle im Langmachen auf dem Boden, ruhig ein bisschen langsamer spielen, so wie es der Vargas jetzt gemacht hat, dass ich Zeit habe, hier in die Streckung auch reinzukommen. Wenn man sich das schon relativ sicher fühlt, kann man das Ganze auch ein bisschen zügiger machen. Ja? Wie man halt einfach drauf ist, würde ich sagen. Andere Seite, sonst wird der dick und der dünn. Links Telemark, auf geht's. Hopp, gut. Warte, runter. Immer werfen, wenn ich unten bin. Hoch, runter, hopp. Fuß links heim, rechts nach vorne, ausstrecken und nach vorne. Ja. Ihr versucht immer mit der Schulter Richtung vorderes Töchchen zu ziehen, links oder rechts. Links nochmal runter, Telemark, hopp, gut, nach Hause, hopp. Jetzt habe ich es falsch gemacht, gell? Einmal hoch, so rum. So, letzter, jetzt nach Hause, jetzt den rechten Fuß vor und nach Hause umfallen. Ihr könnt es jetzt ein paar Mal üben, willst du es auch mal üben? Warum nicht? Hä? Warum nicht? Schauen wir mal. Also du übst immer erst, wenn ich beim Telemark unten bin, oder? Genau. Fangen wir an mit dem rechten Fuß. Rechter Fuß Telemark fangen. Genau, runter, hoch, runter, hoch. Und jetzt nach Hause und links. Jetzt dachte ich die falsche Seite. Gut. Nee, linke Seite sind wir. Okay. Alles klar? Alles wie getan? Nein. Nee, alles klar. Okay, also rechter Fuß Telemark, links geht's nach vorne. Alles klar. Rechts Telemark, links nach vorne. Okay. Genau. Nochmal, sorry. So, eins, hopp. Gut. Zwei. Gut. Drei. Gut. Nach Hause, links nach vorne. Ja. Wie du willst. Okay, linker Fuß, dann kommt der Ball aber nachher rechts. Yes. Gut. Hopp. 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 Gut. Und da geht's weg. Sehr gut. Super. So, nochmal. Wir machen dann den letzten, wir machen es nochmal so. Basteln einfach noch einen zweiten Ball dazu, einfach um nach Hause zu zeigen, dass noch viel mehr möglich ist. Okay. Auf geht's. So, hopp. Erster. Gut. Und Nummer 2. Hopp. Gut. Und Nummer 3. Hopp. Gut. So. Die Seite haben wir. Ja. Erster. Aufkommen. Stehen. Nochmal flach. Aufkommen. Stehen. Halbhoher Ball. Sehr gut. Ja, gut. Ja. Und hier kann man jetzt einfach variieren, wie man möchte. Halbhohe Bälle, je nachdem, wie fit man auch ist oder noch ist. Zwei Bälle auf die Seite, zwei Bälle auf die Seite. Halb hoch, hoch. Halb hoch, hoch, flacher Ball, wie auch immer. Ja, also Variationen gibt es hier genug. Auch hier die Kräftigungsvariante wollen wir nochmal variieren. Das heißt, du kannst nochmal daher gehen. Das heißt, nächste Runde Telemark nach vorne. So, jetzt springe ich so hoch ich kann vom rechten Fuß nach oben ab. Hopp, stehen, krieg den Ball zugeworfen. Hopp, gehe jetzt wieder nach Hause in meine Nullposition und bekomme zum Beispiel einen flachen Ball zentral gespielt. Okay? Hopp, aufnehmen, nach vorne fallen. Okay? Den Ball spiele ich dann raus und wir kombinieren das Ganze nach dem Ball nochmal mit einem Ball links, einem Ball rechts, halb hoch würde ich sagen. Ja? Also yes. Flach zentral, dann halb hoch links, halb hoch rechts. Links. Zweimal halb hoch. Genau, links, rechts. Okay? Ja. Also fangen an, Telemark. Rechter Fuß, hopp, so jetzt nach oben, halten, rückwärts raus, stehen, erster Ball, nach vorne ablegen, Kugel raus, stehen, halbhoher Ball, hopp, linke Seite, hoch, nach Hause, hopp, rechte Seite und so weiter. Alles klar? Du bist dran? Yes. Genau, Telemark. So, nutzen wir hoch. Du kannst, genau, pass auf die Decke auf. Genau.
Und flacher Ball, sehr stark. Okay, und die Seite haben wir, oder? Hopp, gut. Und weg geht's, linke Seite. Jawohl, gut. Okay, geht noch einer? Ja. Letzter Durchgang. Und los geht's. Hopp und auf. Gut. Hopp. Zweiter Mal. Gut. Gut. Und die Seite. Gut. Jawohl. Und die Seite. Hopp. Sehr gut, Warriors. Alles klar. Super gemacht. Gut. So, liebe Kinder, liebe Eltern, wir sind jetzt schon mal am Ende. Es gibt jetzt noch gleich eine kleine Hausaufgabenübung, die ihr dann zu Hause üben könnt. An dieser Stelle jetzt trotzdem erstmal herzlichen Dank, Warriors. Herzlichen Dank an euch zu Hause, die jetzt eingeschaltet haben, die mitgemacht haben. Natürlich kann es ein Wohnzimmertraining nicht ersetzen, auf den Fußballplatz zu gehen und dort das Training zu machen. Aber wir haben jetzt hier in etwa, wie viele Quadratmeter sind es? Ich glaube 16 Quadratmeter, die wir hier zur Verfügung haben. Es geht auch so. Ich glaube, die Grundtechniken und viele kleine Dinge kann man hier auf jeden Fall machen. Gelüftet ist auch immer gleich, sodass da auch von der Luft her kein Problem ist. Bleibt am Ball, liebe Jungs, bleibt mit uns am Ball. Wir zeigen euch wie. Schaltet ein, seid fleißig, bleibt auch vor allem gesund. Und wenn wir uns wiedersehen am Fußballplatz, dann geht's wieder ab. Nochmal der Hinweis, Montag Fußballkindergarten 16 Uhr, Dienstag Fördertraining 16 Uhr, Mittwochs Torwarttraining 16 Uhr, Donnerstag Fußballkindergarten auch 16 Uhr, Freitag Fördertraining 16 Uhr und Faxes Challenges, die ihr bitte versucht nachzumachen, sie liked, sie teilt und uns einfach auf euren Sachen verlinkt. So, jetzt noch eine kleine Hausaufgabe für zu Hause. Und zwar, Marius, pass auf, du machst das und ich sag dir, was zu tun ist, denn ich bin beweglich wie ein Stein und du bist beweglich wie eine Katze. Okay. Du gehst jetzt einfach mal auf die Grundlinie und du hast Folgendes zu tun. Es geht um zwei Bälle. Den ersten fängst du mit der rechten Hand. Du darfst den Ball aber nicht einklemmen. Hier, hier, irgendwo am Kopf oder was. Du musst den Ball einfach frei halten. Okay? Okay? Mit dem Ball gehst du dann auf die Knie, ohne ihn fallen zu lassen. Du setzt dich danach hin, ohne den Ball fallen zu lassen. Ja. Okay? Ja. So, danach gehst du wieder auf die Knie, ohne den Ball fallen zu lassen. Ja. Stellst dich nochmal hin, springst nach oben, ohne den Ball fallen zu lassen. Und kriegst dann einen Wurf von mir auf die linke, ja, musst den halten und für 5 Sekunden stehen bleiben. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du die Challenge geschafft. Okay. Alles klar? Okay, ich probier's. Okay, gut. Und dann natürlich mit der anderen Hand auch noch. Aha. Alles klar. Los geht's und auf geht's. So, und runter. Knie. So, hinsetzen. Genau. Aufstehen. Hopp, hopp. Aufstehen. Hopp. 1, 2, 3, 4, 5. Easy Nummer. Wir machen das Ganze andersrum. Links kann kritisch werden. Schauen wir mal. Ich weiß. So, also in diesem Sinne. Wir starten auf den Knien. Oh, okay. Auf den Knien starten, von den Knien aufstehen, hüpfen, dann runter auf die Knie setzen und so weiter. Das Ganze dann wieder so wie gerade. Ja. Okay, und los geht's. Hopp, und nach oben geht's. Hopp, springen, gut. Knie. Auf die Knie, gut, hinsetzen, gut, boah, stark, aufstehen, hopp, springen und 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut, okay. Einfach zu Hause üben. Vielleicht habt ihr auch noch eine viel coolere Challenge, die wir zu Hause machen können. Wenn ihr auch irgendwelche Varianten habt für dieses Viereck oder für Torwarttraining im Wohnzimmer sozusagen, macht ein Video davon. Stellt es bei Instagram hoch oder bei Facebook, verlinkt uns dann da drauf und wir reposten das Ganze dann wieder und schauen mal, wer das dann alles nachmachen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen fleißig trainieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wir uns auch. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Wir sind fertig, Leute. Wir dürfen gehen. Sehr gut.